Ja, ich habe den Titel, finde ich, leicht provokativ formuliert, die wahre Einsichtsmeditation. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, eigentlich hätte man auch schreiben können, die ursprüngliche Einsichtsmeditation. Und das heißt ja nicht, wenn etwas ursprünglich so und so auf eine bestimmte Art gemacht worden ist, dass das, was hinterher anders eventuell gemacht worden ist, deswegen falsch ist. Also es ist dann eben anders und hat möglicherweise genauso gute Wirkung oder noch bessere. Aber was das Thema dieses Vortrages ist, ist, was der historische Buddha wirklich unterrichtet hat. Und die zentrale Lehrrede des Buddha zur Einsichtsmeditation ist das Satipatthana Sutta. Und so als kleine Motivation habe ich halt einen Satz aus dem Sutra. Dies ist der direkte Weg zur Läuterung der Wesen. Läuterung ist ja sowas wie Reinigung, ja, Reinigung von allem, was man nicht haben will. Zur Überwindung von Kummer und Wehklage, zur Auflösung von Dukkha und von Unzufriedenheit, zum Erwerben der richtigen Methode. Der Buddha war offenbar ja schon der Meinung, das ist jetzt die richtige Methode. Zur Verwirklichung von Nibbana, also man könnte sagen zum Erwachen. Erstmal wichtig meine Intention. Einmal habe ich mich im Ton vergriffen, als mir jemand gesagt hat in einem Vortrag, ja, ich mache das aber nicht. Was mir scheißegal ist, ob er es macht oder nicht. Aber die Unterstellung dahinter, dass ich irgendwie das Anliegen hätte, dass Leute auf eine bestimmte Art praktizieren, dagegen habe ich mich spontan innerlich gewehrt und bin emotional geworden, ein bisschen. Also genau das, nicht das, was ich will. Ja. Das Ziel ist halt, eine verständliche und übersichtliche Erläuterung der frühbuddhistischen Einsichtspraxis zu geben. Also im Idealfall eine, die man auch direkt anwenden kann. Damit eine Basis zu legen, auch andere Einsichtspraktiken zu verstehen, weil die ja alle in irgendeiner Weise daraus hervorgegangen sind. Und wir sind ja hier freier Buddhismus, also es gibt hier von mir oder von der Gruppe überhaupt keinen Anspruch, dass alle jetzt genau so praktizieren und nicht anders, überhaupt gar nicht. Und es ist auch nicht die Behauptung dahinter, dass die Praxis, die ich jetzt vorstelle, besser ist als andere Praktiken. Das muss jeder für sich selber beurteilen. Aber ich finde persönlich, wenn man zu Lehrern unterschiedlicher Tradition geht, und das tun ja viele von uns, dann ist es wichtig, sich klarzumachen, was ist die Zielsetzung der jeweiligen Praxis und welche gedanklichen Grundlagen hat sie. Und das ist auch ein wichtiges Ziel halt dieses Vortrags. Ja. Und jetzt bin ich ja kein, was weiß ich, intimer Kenner des Pali-Kanons, und, sondern mein ganzes Wissen oder der größte Teil meines Wissens gründet auf den Schriften von Analayo. Analayo ist ein Mönch, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die frühbuddhistischen Schriften zu untersuchen. Der hat da so Massen an Forschungsarbeiten geschrieben, ist Professor für Buddhismuskunde in Hamburg, lebt aber weiterhin als Mönch, zölibatär, kümmert sich um seine Eltern. Und der hat ein, kann man sagen, Standardwerk geschrieben. Dieses Buch hier, Der direkte Weg, Satipatthana. Und das ist wirklich, man kann sagen, das Standardwerk, wenn man sich mit der frühbuddhistischen Einsichtsmeditation beschäftigt. Und frühbuddhistisch, in seiner Vorstellung, sind die ersten 200 Jahre des Buddhismus, also noch vor dem Theravada. Ja, also der Abhidhamma, wenn das irgendjemand was sagt, es ist eine Zusammenfassung der Lehrreden des Buddha in systematischer Form, der ist nach diesen 200 Jahren entstanden. Das heißt, er hat tatsächlich, ich war vor kurzem auf dem Retreat, hat er Konflikte mit Theravada-Nonnen gehabt, leichte Konflikte, ja, weil die ihn genervt haben, weil die immer aus dem Abhidhamma dann, also aus diesem Übersichtsbuch dann ihm Fragen gestellt haben, hat gesagt, wenn ihr in den Kategorien denkt, könnt ihr nicht verstehen, was ich unterrichte. Das heißt, er bezieht sich nur auf die Lehrreden des Buddha selber und nicht auf spätere Kommentare. Wenn das Buch interessiert, kann gerne mal, vielleicht will es jemand sehen, kann gerne mal reingucken. Es gibt ein zweites Buch, was er geschrieben hat, Perspectives on Satipatthana, also Perspektiven von Satipatthana, da komme ich dann gleich drauf zurück, das ist nämlich auch nicht unwichtig. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir überhaupt wissen, was der Buddha gesagt hat? Und da würde auch Analayo sagen, naja, eigentlich wissen können wir es nicht, ja, weil die Zusammenfassung der buddhistischen Lehrreden ist ja so gelaufen, dass kurz nach dem Ableben des Buddha 500 Mönche, wobei das wird nicht eine genaue Zahl sein, sondern es soll eben so eine, ja, wie sagt man, so eine Zahl sein, die man dann eben mal angibt, weil die sich gut anhört. Also viele Mönche haben sich kurz nach Ableben des Buddha zur Einigung über seine Lehre zusammengefunden, haben dann das, worauf sie sich geeinigt haben, auswendig gelernt
und haben das über Jahrhunderte erstmal in der Form weitergetragen. Und dann ist es schriftlich niedergelegt worden, ich glaube im ersten Jahrhundert vor Christus, nagelt mich nicht drauf. Und das, was wir dort kennen, ist vor allen Dingen der Pali-Kanon. Pali-Kanon heißt der, weil es eben, weil er in der Sprache Pali geschrieben worden ist, eine altindische Sprache. Und Analayo ist aufgrund seiner Forschung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Veränderungen im Pali-Kanon im ersten Jahrhundert vor Christus zum Abschluss gekommen sind. Ja, das heißt also, man kann sagen, das ist so ungefähr der Zeitpunkt, auf dem man den Pali-Kanon datieren kann. Wobei, wenn man mal genau hinguckt, das ist jetzt meine Sichtweise, diese schriftliche Version ist ja auch immer wieder abgeschrieben worden. Das heißt, auch dabei können natürlich Übertragungsfehler entstanden sein. Aber man kann eben aus den Texten schließen, aus der Wortwahl und aus bestimmten Ortsbeschreibungen und so, dass die Texte eben viel früher entstanden sind. Ja, es ist also nicht so, dass Entwicklungen, die in den ersten, es kommt darauf an, wir wissen nicht genau, wann der Buddha gelebt hat, aber sagen wir mal in den ersten 400 Jahren der buddhistischen Tradition, also Entwicklungen, die da entstanden sind, die findet man im Pali-Kanon nur an bestimmten Stellen. Und an anderen Stellen merkt man, das ist aber älter. Ja? Also er geht davon aus, dass der Pali-Kanon natürlich nicht perfekt ist, aber relativ gut eben doch das wiedergibt, außer der Abhidhamma, der gehört nämlich auch zum Pali-Kanon, dieser Kommentar, das wiedergibt, was der Buddha lernen wollte. Und da gibt es natürlich dann immer Diskussionen drüber. Wenn er sich auf solche ursprünglichen Schriften bezieht, in welche Übersetzung liest er die denn? Er übersetzt sie selber. Also aus diesem altindischen... Ja, also der Analayo kann Teile der Schriften auswendig. Und kann, also man merkt das, also ich war ja in diesem Retreat, und wenn er jetzt an einer Stelle nicht weiter weiß, dann kennt er häufig die Schriften in Pali besser als in Deutsch oder Englisch. Und dann zitiert er, man merkt, er macht sich bewusst, was sagt er in Pali, übersetzt es dann und erklärt dann, was er meint. Also der ist wirklich ein intimer Kenner der Sprache. Und zusätzlich hat er sich wohl noch ein bisschen Chinesisch beigebracht, denn es gibt tatsächlich neben dem Pali-Kanon auch noch andere Versionen dieses Satipatthana-Sutra. Und zwar, die Namen sind jetzt nicht so wichtig, also dieses Madhyama-Agama, das ist eine chinesische Überlieferung, und das Eko-Tarika-Agama, auch eine chinesische Überlieferung der Lehrreden. Und er sagt, man kann nicht sagen, dass diese Überlieferungen weniger authentisch sind als der Pali-Kanon. Die sind vergleichbar authentisch wie der Pali-Kanon, und was er gemacht hat, er hat, und da kommen wir gleich zu, er hat dann diese drei Versionen vor allen Dingen miteinander verglichen. Es gibt in den Lehrreden des Buddha gibt es immer wieder Bezüge zur Einsichtsmeditation. Also immer wieder wird auf Teile der Praktiken eingegangen, und auch das hat er natürlich in seiner Forschung berücksichtigt. Aber vor allen Dingen hat er diese drei Lehrreden verglichen. Und wenn man das Satipatthana Sutta im Pali-Kanon anguckt, dann besteht das im Wesentlichen aus diesen Bestandteilen. Es gibt also die vier großen Bereiche der Einsichtspraxis, nämlich Körper, Gefühlstönung oder Gefühle, Geist, das ist das, was wir unter Gefühlen normalerweise verstehen, Gedanken und alles, was damit zusammenhängt, und dann bestimmte Kategorien der buddhistischen Lehre. Da gehen wir gleich später noch drauf ein. Und die sind wieder unterteilt in bestimmte Unterbereiche. Wenn man jetzt aber die Sutren in den verschiedenen Versionen miteinander vergleicht, dann stellt man fest, dass manche Aspekte, zusätzliche Aspekte in chinesischen Versionen auftauchen und dafür aber andere Aspekte aus dem Satipatthana-Sutra in den chinesischen Versionen nicht auftauchen. Und er sagt dann, okay, er schließt. Und er muss eben jetzt sagen, okay, das ist eine Schlussfolgerung auf Basis seines Wissens. Ja. Er schließt daraus, dass die Sachen, die in allen Lehrreden, an allen Versionen der Lehrrede auftauchen, dass das diejenigen sind, die wirklich zentral für die Einsichtspraxis sind. Und das sind die grün Umrandeten. Ja. Und wenn man die grün Umrandeten sich dann zusammenstellt, dann sieht das so aus. Das ist der Körper mit drei Praktiken, nämlich Betrachtung der anatomischen Bestandteile, Elemente verwesender Leichnam, immer sehr beliebt im Westen. Dann Gefühlstönung,
die betrachtet werden im Hinblick auf angenehm, unangenehm, neutral, weltlich, nicht weltlich, erkläre ich gleich noch. Der Geist, da gibt es gewöhnliche und höhere Geisteszustände, die man sich anguckt. Und vor allen Dingen die Hindernisse, da denkt er vor allen Dingen in Meditationshindernissen. Ja? Und Erwachensfaktoren, und das sind Faktoren, die auch in der Meditation eine große Rolle spielen. Und darüber werde ich jetzt was erzählen. Das ist das, was der Analayo als zentral für die ursprüngliche buddhistische Lehre sieht. Aber er kann natürlich nicht ausschließen, dass auch andere Bestandteile aus den verschiedenen Versionen eben auch vom Buddha schon unterrichtet worden sind. Ja? Nur es macht in gewisser Weise Sinn, man kann daraus eine logische Erzählung ableiten. Narrativ, sagt man heute mal gerne. Ja? Und ist schon komplex genug, um so einen Abend zu füllen. So, jetzt erstmal zur Bedeutung Satipatthana. Häufig wird es übersetzt Grundlagen der Achtsamkeit. Aber aus nachvollziehbaren Gründen sagt der Analayo, naja, Sati ist Achtsamkeit, das ist dann unstrittig. Patthana, das gibt es wohl in verschiedenen Übersetzungen und er hält für plausibler zu übersetzen gegenwärtig sein oder begleiten. Also Satipatthana heißt begleiten mit Achtsamkeit. Und was begleitet man? Man begleitet das persönliche innere Erleben mit Achtsamkeit. Das ist die Idee dieser Praxis. Ja? Und Achtsamkeit, das ist ja auch so ein schwieriger Begriff. Ich unterscheide jetzt, nachdem ich mich jetzt lange mit der Vorstellung von Analayo beschäftigt habe, zwischen einem umgangssprachlichen Begriff von Achtsamkeit und einem buddhistischen oder frühbuddhistischen Begriff von Achtsamkeit. Umgangssprachlich sagen wir ja, was weiß ich, also ich bin in Wien in der U-Bahn gefahren, da sagen die, seien Sie achtsam, zwischen der U-Bahn und der Bahnsteig ist ein Spalt. Also soll man aufpassen, ne, dass man nicht in den Spalt tritt. Mind the gap, genau. Und die sagen dann halt heute, seien Sie achtsam, es scheint sich irgendwie im normalen Sprachgebrauch eingeschlichen zu haben. Ja, früher habe ich das nie gehört. Und also aufmerksam zu sein und so weiter, das wird ja häufig im Umgangssprachlich unter Achtsamkeit verstanden. Aber laut Analayo ist Achtsamkeit die Fähigkeit, die Wahrnehmung der vielfältigen Elemente und Facetten einer Situation gleichzeitig aufrechtzuerhalten. Und es gibt tatsächlich auch Gleichnisse in den Lehrreden, also zum Beispiel, ich habe nur die, die mir jetzt am besten gefallen haben, aufgeführt. Einmal ein Gleichnis ist Blick von einem höheren Turm. Stellt euch vor, ihr schaut von einem Turm in die Landschaft, dann seht ihr ja nicht, ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, irgendwas ganz genau betrachten, aber es liegt ja nahe, dass man vom Turm aus so einen Blick in die gesamte Landschaft hat, so einen Überblick gewinnt. Deswegen steigt man ja auf den Turm. Ja. Oder nicht ganz so einpassend vielleicht der Wächter im Eingang einer Stadt, der aufpassen muss, ob die richtigen Leute in die Stadt kommen oder nicht und natürlich gleichzeitig die Situation im Auge behalten muss. Oder der Lenker einer Kutsche, der ja einerseits ein Ziel vor Augen hat, der will ja irgendwo hin, aber er hat vielleicht auch ein paar Ochsen oder Pferde, je nachdem, ja, die irgendwie behandelt werden muss und er muss ja auch aufpassen, dass er niemanden überfährt. Also er muss die gesamte Situation im Blick haben, aber hat natürlich eine Zielorientierung dabei. Und wichtig ist auch, sagt Analayo, Achtsamkeit beobachtet still, wie ein Zuschauer bei einem Spiel, ohne sich einzumischen. Also das Wesen der Achtsamkeit ist, wir mischen uns nicht ein, wir gucken uns erstmal an, was ist. Wir können natürlich in der Meditation oder außerhalb der Meditation achtsam sein und dann auch Aktivitäten ergreifen, um was zu ändern an der Situation, an der Meditation. Aber die Achtsamkeit ist dasjenige, was beobachtet, ohne sich einzumischen. Ja, das ist zumindest die sprachliche Idee. Es ist wichtig, dass du das sagst, weil Achtsamkeit und Sammlung wird oft verwechselt. Ne? Also genau. Es ist eigentlich Sammlung, aber es wird über Achtsamkeit gesprochen. Genau, und Sammlung und Achtsamkeit ist ein großer Unterschied. Also Sammlung ist ja eher die Fokussierung der Energien auf einen Punkt, sage ich mal, oder auf einen Teilbereich, während Achtsamkeit eine Öffnung ist. Und die tatsächlich haben Hirnforscher auch herausgefunden, dass unterschiedliche Bereiche des Gehirns
bei diesen beiden Aktivitäten angesprochen werden. Also bei Konzentration wird häufig auch für Sammlung gesagt, ja. Da werden andere Gehirnbereiche aktiviert als bei diesem offenen Gewahrsein, nenne ich das mal, oder Achtsamkeit. Okay. Ach ja, ich habe gedacht, da können wir eine kurze Übung zu machen. Und zwar lade ich euch ein, so habe ich das jetzt bloß her. Also ich schlage Folgendes vor, guckt euch mal genau euren Zeigefinger an. In dem Abstand, wo ihr ihn scharf seht, also mit meiner Brille. So. Na, und das Licht ist vielleicht nicht ganz optimal, man sieht nicht alles, aber man sieht doch den Zeigefinger. Zeigefinger. Und merkt ihr, was für ein Geisteszustand entsteht? So, okay, danke. Und jetzt schaut mal in den Raum hinein, ohne großartig was zu fixieren. Von mir aus könnt ihr auch rumgucken, aber ihr könnt auch einfach so in den Raum hineinschauen. Und sozusagen mal versuchen, den Raum als Ganzes wahrzunehmen. Okay, reicht schon. Merkt ihr, dass das eine unterschiedliche Wahrnehmung ist? So ein bisschen? Ja? Es kann dabei trotzdem eine innere Ruhe entstehen. Auch wenn ich mich öffne, kann eine innere Ruhe entstehen zum Beispiel. Aber es ist eine andere Art von Wahrnehmung. Und das in der Aktion ist es natürlich nochmal anders, weil da muss man ja Dinge beachten. Okay, also hier geht es eher darum, muss nämlich sehr aufpassen, wenn man gleich die Techniken anguckt. Aber es geht eher darum, sozusagen den Gesamtaspekt einer Situation im Auge zu behalten. Zumindest wenn es um Achtsamkeit geht. So, jetzt gibt es sozusagen im Satipatthana Sutra gibt es eine sogenannte, der Anallayo nennt das Definition. Es gibt also allgemeine Texte, die sogenannte Definition und den Kehrvers. Der Kehrvers kommt, die Definition steht am Anfang, der Kehrvers kommt sozusagen nach jeder Einzelübung, kommt dieser Kehrvers wieder. Also immer wieder, ja, kommt diese Erinnerung, wie soll man eigentlich die Praxis machen? Und ich gehe das mal kurz durch. Es ist vielleicht ein bisschen viel, jetzt die Begriffe alle zu erklären. Ich versuche das kurz mal, aber ihr könnt ja hinterher nachlesen, ne? Also macht euch keinen Stress. Auf jeden Fall sagt der Buddha, hier ihr Mönche, und damit spricht er natürlich auch uns an, ja, verweilt ein Mönch oder ein Mensch hinsichtlich des Körpers, den Körper betrachtend, unermüdlich. Ich habe mal das englische Wort dazu genommen, diligent, weil das ist eigentlich die Übersetzung von Anallayo, der übersetzt ins Englische. Also unermüdlich, wissensklar, clearly knowing, und achtsam, frei von Verlangen und Betrübtheit, discontent, hinsichtlich der Welt. Das ist sozusagen so eine Art Grundsatzaussage, wie soll die Praxis gemacht werden. Und nach jeder Übung kommt dann, also hier steht Körper, aber es könnte genauso gut Gefühle da stehen. Auf diese Weise verweilt er hinsichtlich des Körpers den Körper innerlich betrachtend oder er verweilt hinsichtlich des Körpers den Körper äußerlich betrachtend oder er verweilt hinsichtlich des Körpers den Körper sowohl innerlich als auch äußerlich betrachtend. Er verweilt die Natur des Entstehens im Körper betrachtend oder er verweilt die Natur des Vergehens im Körper betrachtend oder er verweilt die Natur sowohl des Entstehens als auch des Vergehens im Körper betrachtend. Die Achtsamkeit, ein Körper ist da, ist in ihm gegenwärtig in dem Maße, dass zum reinen Erkennen, bare knowledge, und für andauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend.
Das ist natürlich jetzt der Versuch, dieses Pali in Deutsch zu übersetzen. Und dann hat man natürlich immer das Problem, Begriffe zu finden, die so gut wie möglich diesen Ausdrücken entsprechen. Und soweit ich von Michael Petersen weiß, ist tatsächlich die Übersetzung in diesem Buch des Satipatthana-Sutras nicht die von Anhalayo, sondern von Zumwinkel. Das heißt, deswegen habe ich hier die englischen Begriffe dazugefügt, da wo ich das Gefühl hatte, es ist nicht genau derselbe Begriff. Weil der Anhalayo hat seine Bücher alle in Englisch geschrieben. Absurderweise, er ist Deutscher, aber er kann in der Zwischenzeit besser Englisch als Deutsch. Und naja. Unermüdlich heißt sowas wie ausgewogen, also ausgewogener, aber kontinuierlicher Energieeinsatz. Also es geht schon darum, kontinuierlich zu praktizieren. Ist auch irgendwie logisch, da wird keine Probleme mit haben. Dann wissensklar. Das bedeutet zum Beispiel, dass man sich klar darüber ist, was ist der Zweck der jeweiligen Praxis? Was ist überhaupt das Meditationsobjekt? Was gehört nicht zur Praxis? Und wie sollen die gewonnenen Informationen verarbeitet werden? Wobei man sagen muss, dass bei diesen Begriffen auch andere mögliche Bedeutungen da sein können. Aber das ist die nach dem, was ich jetzt verglichen habe, am wahrscheinlichsten ist. Dann frei von Verlangen und Betrübtheit hinsichtlich der Welt heißt, dass man keine Vorlieben und Abneigung im Hinblick auf die Sinneseindrücke und Geistesinhalt hat. Also wenn ich jetzt irgendwas im Geist auftaucht, auch was ich nicht mag, normalerweise nicht mag, ist aber die Idee, dass ich das erstmal ganz sachlich und nüchtern betrachte und nicht sofort draufspringe und mich zum Beispiel verurteile. Und dass ich ein inneres Gleichgewicht bewahre. Dann innerlich betrachtend, man soll die Erscheinung in der eigenen Person betrachten. Äußerlich betrachtend, man soll sie auch bei anderen Personen betrachten. Das ist umstritten, da gibt es auch andere Erklärungen für diese Begriffe. Ja? Und Erscheinungen? Ja, also zum Beispiel beim Körper ist es vielleicht offensichtlich, wenn ich jetzt sage, was wir gleich angucken werden, der Körper besteht aus Haut und aus Knochen und aus was weiß ich, ja, dann kann ich das sowohl bei mir betrachten als auch bei dir. Und schwieriger ist natürlich mit Gefühlen. Ich kann ja deine Gefühle nicht direkt betrachten oder die Gefühle von jemand anderem, aber ich kann natürlich anhand deiner Reaktion vielleicht darauf schließen. Das ist ja auch das, wo diese Erklärung mit äußerlich betrachtend für die andere Person betrachtend dann auch ein bisschen strittig ist. Es gibt auch Versionen, die sagen, äußerlich betrachtend heißt den Körper von außen, innerlich den Körper von innen und so. Die Frage ist, was bedeutet das dann bei Gefühlen? Also es ist nicht so ganz einfach, diese Begriffe zu verwenden. Er interpretiert das so, dass er sagt, man soll eben auch bei anderen gucken und nicht nur bei sich selber. Aber nicht in der Meditation, sondern im normalen Leben. Das Discontent, heißt das Unzufrieden oder was? Eigentlich Unzufrieden. Das ist doch nicht die gemeinsame Übersetzung von Verlangen und Betrübtheit, sondern nur von Betrübtheit dann, ne? Ja, Verlangen ist, glaube ich, Desire oder sowas. Also es weiß, müsste ich, oder Craving oder Desire steht da im Englischen. Ne? Also insofern, das war relativ gut, also es passte zusammen, die Begriffe. Aber Discontent und Betrübtheit, ich finde, Betrübtheit habe ich ein anderes Gefühl als bei Discontent. Deswegen habe ich den englischen Begriff, weil ich vertraue jetzt mal darauf, dass der Anhalayo sich extrem viel Gedanken gemacht hat. Ich fürchte nur, der Zumwinkel auch. Im Augenblick bin ich auf dem nahen Anhalayo-Trip. Also ich glaube einfach, dass der sich sehr intensiv auskennt. Beschäftigt das mit den Erscheinungen von ihm um mich, also wenn es um Wahrnehmung geht, ist einmal, es gibt ja auch ein inneres emotionales Erleben und die Fans zum eigenen Erleben zu treten. Mhm. Und dann gibt es ja oft Empfindungen. Ja, und was ist jetzt die Frage? Das stimmt? Nein, du hast ganz andere Sachen betrachtend. Gut, wenn ich äußerlich natürlich Leute betrachte, dann fällt es mir ja wesentlich leichter, die Distanz zu bewahren. Ja, zu anderen. Also wenn, zu sich selbst, dachte ich. Und zu sich selbst auch, genau. Innerlich, also die Distanz sozusagen, das ist ein bisschen vielleicht bei diesem ohne Vorlieben und Abneigung. Du guckst einfach hin, du schaust, was passiert in deinem Geist. Ja, zum Beispiel, welche Gefühle treten auf und so. Und das tust du tatsächlich so. Da muss ich aufpassen, wie ich das formuliere. Aber du schaust quasi, versuchst mit einer gewissen Objektivität zu schauen und das einfach mal so zu nehmen, wie es ist.
Ja? Und nicht sofort sagen, das ist, ich meine, ich erlebe das ja in Meditationskursen gerne, die Leute sagen dann, ich habe Gedanken, wenn ich meditiere, ja, und also kann ich nicht meditieren. Dass die Wahrnehmung der Gedanken beim Meditieren, das ist sozusagen objektiv. Dass ich kann nicht meditieren, ist eine Wertung, die da drauf gesetzt wird. Und das soll gemerkt werden. Du kannst, diese Wertung hast du vielleicht trotzdem, ja, aber du nimmst eben wahr, ich habe Gedanken, und du nimmst dann wahr, oh, ich bewerte das, indem ich sage, ich kann nicht meditieren. Und jetzt, oh, ärgere ich mich darüber. Ja, und so weiter. Und da hast du diese Instanz des Beobachters auch drin. Okay? Kommen vielleicht nochmal gleich. Die Natur des Entstehens im Körper betrachten, die Natur des Vergehens betrachten, es geht um die Prozesshaftigkeit der Phänomene. Es geht darum, die Unbeständigkeit und Vergänglichkeit der Phänomene, also des Erlebens vor allen Dingen, sich anzugucken in der Meditation. Gut, Achtsamkeit, ein Körper ist da. Ich finde das ganz witzig, diese Formulierung könnte auch Josef Goldstein gesagt haben, der sagt, man soll ja, wenn man solche Dinge innerlich sagt, in der Passivformulierung arbeiten, weil man sich ja nicht identifizieren will mit dem Körper. Also jetzt, naja, seither kennt das alles ja schon wahrscheinlich teilweise. Ja. Also und deswegen ist es eigentlich ähnlich, die Übersetzung, ein Körper ist da. Man könnte auch da aus solchen Formulierungen die Methode des Benennens, die gibt's ja in bestimmten Teilen der Einsichtspraxis, ableiten. Also Analium meint, ja, da wird ganz häufig in den Sutren wird wörtliche Rede verwendet. Also so wie hier, ein Körper ist da. Und da könnte man sagen, okay, da gibt es also eine Grundlage für die Methode des Benennens. Ohne dass der Buddha aber jemals gesagt hat, benennt eure Erfahrungen. Dann reines Erkennen, da geht es darum, objektiv zu beobachten, ohne sich in Assoziationen zu verlieren und jede Erfahrung als Phänomen zu sehen. Und unabhängig an nichts in der Welt haftend, ohne sich mit der Erfahrung als ich oder mein zu identifizieren. Also nehmt das, diese ganzen Formulierungen, die man sich jetzt bestimmt nicht alle merken kann, einfach als Ideen, wie man in der Meditationspraxis vorgehen soll, kann man sich ab und zu einfach angucken und überlegen, mache ich das eigentlich so, mache ich das nicht so. Und bevor wir zu den einzelnen Praktiken kommen, er schlägt vor, grundsätzlich das Körpergewahrsein als Anker der Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Das ist jetzt leitet er nicht direkt aus den Sutren ab, das ist seine persönliche Note sozusagen, die der Praxis gibt. Also er sagt, es ist gut, wenn man die ganze Zeit ein Körpergewahrsein im Sinne eines Gewahrseins für den Körper als Ganzes während der verschiedenen Einsichtspraktiken aufrechterhält, sozusagen als Anker. Anker werden ja auch sonst gerne von Einsichtsmeditationslehrern vorgeschlagen und einfach auch, weil da Achtsamkeit auch gut gleichzeitig auf dem ganzen Körper sein kann und in den Phänomenen. Während alles andere, meint er, wäre eine Überforderung. Das ist jetzt seine persönliche Erfahrung. Er bezieht das darauf, dass er mal Essensspenden gesammelt hat. Und dann hat er die ganze Zeit auf den Atem geachtet und hat sich verlaufen, obwohl er den Weg eigentlich gut kannte. Hat er daraus geschlossen, scheinbar ist es zu spät gewesen. Den Atem also immer als Anker zu haben, aber die das Gesamtkörpergewahrsein, das meint er, das würde funktionieren. Er empfiehlt das nicht nur, wenn der Geist abschweift, sondern permanent. Seine Empfehlung ist, permanent bei allen Praktiken dieses Körpergewahrsein, Gesamtkörpergewahrsein, also nicht das Fühlen jedes Einzelnen, ist klar, ne? Nicht das Fühlen jedes einzelnen Teils des Körpers, sondern so eine Art Gesamtgewahrsein. Er nennt das, habe ich gar nicht hier geschrieben, Propriozeption. Es gibt bestimmte Sensoren im Körper, die die Lage der einzelnen Körperteile wahrnehmen können. Und er meint, das ist das, was gemeint ist. Also nicht, dass du jetzt wahrnimmst, ich habe Druck im Fuß oder so. Mhm. Ne? Sondern einfach diese Wahrnehmung des Körpers, wenn man die Augen schließen würde und sagt, ich achte mal auf den ganzen Körper. Und da bezieht sich auf die Sutras, also das Körpergewahrsein wird mit einer starken Säule verglichen, an der 6 verschiedene wilde Tiere angebunden sind. Das sollen die 6 Sinne sein. Ja? Die ziehen in alle Richtungen die Sinne oder die Tiere und dieses Körpergewahrsein, das ist die Säule in der Mitte, die einen stabil hält. Es wirkt also den Ablenkungen durch die 6 Sinne entgegen und so weiter.
So, und jetzt mal zu den einzelnen Praktiken. Das Thema ist ja Einsichtsmeditation. Was versteht ihr unter Einsicht? Also es geht darum, Einsicht zu gewinnen in. Also Einsicht ist ja an sich erstmal doch verständlich, oder nicht? Also das ist eine interessante Frage, wie würde ich Einsicht übersetzen? Also ich würde sagen, tief zu verstehen, dass alles unbeständig ist, dass viele Erscheinungen unbefriedigend sind und dass es das Beste ist, wenn man von dem Ganzen loslässt. Es geht um die Vergänglichkeit, es geht um diese drei Daseinsmerkmale. Du sollst also diese Daseinsmerkmale tief innerlich verstehen. Das ist die Idee des Buddha gewesen. Und dieses tiefe Verstehen, also Einsicht ist ja nicht rein intellektuell. Ne? Ich meine, du weißt ja nicht, aber Einsicht ist nicht rein intellektuell. Da geht es also auch darum, dass da was klickt im Geist quasi. Ja? Und das wird eben nicht einfach dadurch erreicht, dass ich darüber nachdenke, wie wir jetzt, sondern dass ich es erlebe, dass ich bestimmte Erlebnisse in der Meditation mache. Hat der Anarayo das so klar gesagt, was er unter Einsicht versteht? Ich habe es bei ihm nie gefunden. Also den Begriff Einsicht kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Ob er den Begriff Einsicht erklärt, er erklärt es eher immer im Zusammenhang mit dem, in was Einsicht genommen werden soll. Aber vielleicht würde man schon was finden. Das ist auch nur ein Wort. So, jetzt gibt es also als erstes die Körperbetrachtung. Das sind ja die eigentlichen Praktiken. Also diese Praktiken, die jetzt kommen. Und beim Körper, in Körperbetrachtung, hat er ja drei rausgenommen, die ich jetzt einfach auch nicht behandeln werde. Da gibt es zum Beispiel die Atmung, ja, da gibt es ein ganzes Sutra darüber, das Anapanasati-Sutra. Das machen wir dann ein andermal, wenn ich das 2 Jahre lang mit unserer kleinen Gruppe studiert habe. Oder auch nicht. Aber geblieben sind dann eben diese drei eher etwas im Westen unbeliebten Techniken. Das erste ist noch relativ harmlos, die anatomischen Bestandteile. Aber das Ziel der Körperbetrachtung insgesamt ist, dass man eine ausgeglichene und losgelöste Einstellung zum eigenen und fremden Körper gewinnt. Also es geht nicht um Ablehnung des Körpers. Ja, das kommt gleich nochmal. Es geht darum, aber auch nicht so stark daran anzuhaften, sich nicht immer Gedanken darüber zu machen, wie schön bin ich eigentlich, bin ich fit genug, werde ich morgen sterben oder dauert es noch ein bisschen. Ja, also dass man da eine lockere, sage ich jetzt mal locker, losgelöste Einstellung dazu hat. Man soll den Körper wahrnehmen als Produkt von Bedingungen, mit dem eine Identifizierung als ich oder mein nicht hilfreich ist. Ich meine, wer sich mit buddhistischer Lehre beschäftigt hat, dem ist es nicht völlig neu, aber erstmal kann ich mir auch vorstellen, dass sich für andere auch ein bisschen komisch anhört. Ja? Also eine Identifikation mit dem Körper soll eher unterminiert werden. Dann soll auch sinnliche Betörung und die Ablenkung durch die Sinne, die soll überwunden werden. Ja, ja, das ist, so wollte es der Buddha, ob man das so, genau, wichtig, der Anspruch ist ja nicht, dass du das jetzt alles in Perfektion machst. Das kannst du ja selber entscheiden. Aber das war die Idee, also es soll sozusagen dieses Anhaften an die Sinne, ja, das soll überwunden werden. Das wollte der Buddha, der wollte ja sozusagen, dass wir die Freude woanders finden. Und der Schwerpunkt dieser Betrachtung ist die Einsicht, also die Erfahrungen, die ich da mache, die verstehenden Erfahrungen, nicht die Achtsamkeit selber. Das wird man merken, wenn man die Praktiken anguckt. Und hier ist jetzt das Zitat aus dem Sutra. So dann, ihr Mönche, untersucht er, also der Praktizierende, prüfend eben diesen Körper von den Fußsohlen aufwärts und von den Haarspitzen abwärts, von Haut umschlossen, angefüllt mit vielen Arten von Unreinheit. In diesem Körper gibt es Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Gedärm, Gekröse, Mageninhalt, Exkremente, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränen, Talg, Speichel, Nasenschleim, Gelenkflüssigkeit und Urin. Gerade so. Und jetzt kommt's, also das hier merkt man, am zweiten Teil merkt man die Einstellung, die entwickelt werden soll. Gerade so, als wäre da ein Beutel mit einer Öffnung an jedem Ende, gefüllt mit vielen Arten von Körnern, wie Hügelreis, roter Reis, kennen wir alles gar nicht, ne? Bohnen, Erbsen, Hirse und weißer Reis,
Und ein scharfsichtiger Mann würde ihn öffnen und ihn so untersuchen. Das ist Hügelreis, das ist roter Reis, das sind Bohnen, das sind Erbsen, das ist Hirse, das ist weißer Reis. So sieht er auch eben diesen Körper. Also man merkt, es geht nicht darum, auch wenn er so negative Begriffe, was uns negativ erscheinende Begriffe verwendet, jetzt Abscheu zu entwickeln. Und es geht darum, sachlich zu sehen, was ist. Es gibt ja diesen Spruch, sehen, wie die Dinge sind. Also es geht darum, zu sehen, wie die Dinge sind. Und deswegen, weil ja wir uns ungern unsere Nasenschleim und ähnliche Dinge angucken, außer ich, aber egal. Ja. Ist auch nicht gut, genau. Aber ich immer Nasennebenhöhlenentzündung habe, ich analysiere dann immer. Also, weil wir das nicht so gerne tun, mögen wir die Praktik nicht. Ja. Und also hier gibt es tatsächlich auch ein Hauptziel, die Anhaftung an körperliche Schönheit soll bei sich und anderen soll abgebaut werden. Aber Ziel ist eben nicht, hat man schon gesagt, Aversion zu entwickeln, eher eine gleichmütige Einstellung. Und speziell Anadayo weist auch darauf hin, dass auch in den Sutren sehr wohl auch berichtet wird, wie Arahats, also Erwachte oder der Buddha selber, über Schönheit Positives sagen. Ja, also es ist nicht so, dass der jetzt sagt, man darf jetzt nichts Schönes mehr sehen oder so, oder sich daran erfreuen. Das eine Beispiel von Mahakassapa, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, auf jeden Fall ein Anhänger des Buddha, ich weiß nicht, ob Bhikkhu oder Laie, der sagt, jene Felsen bereiten mir Vergnügen, die Farbe der blauen Wolken, wunderschön, kühl mit dem Wasser, rein dahin strömt, bedeckt mit Indagopaka-Insekten. Die sind wahrscheinlich jetzt schon ausgestorben in Deutschland, die Indagopaka-Insekten. Sowieso, genau. Und der Buddha selber sagt, der Erhabene... Ja, genau. Die, vielleicht schon vorher. Der Buddha selber sieht den ehrwürdigen Sujata kommt und sagt, dieses Sippenmitglied, also die Übersetzung, Sippe hört sich jetzt komisch an, also dieses Sippenmitglied ist in beiderlei Hinsicht schön. Er ist attraktiv, gut aussehend, angenehm anzusehen. Und er ist einer, der durch Eintreten in das unübertreffliche Ziel des heiligen Lebens in eben diesem Leben weilt. Das heißt, die Schönheit hat eben auch was damit zu tun, dass er sich mit schönen Dingen beschäftigt, ja, und so weiter und so weiter. Also das heißt, hier wird Schönheit nicht rundheraus abgelehnt, aber es soll eine gleichmütige Einstellung entwickelt werden. Und bevor wir das mal einmal in einer Sparversion kurz praktizieren, wer will, die anderen können dann still meditieren, ist noch wichtig, Folgendes zu wissen. Wenn man sich zum Beispiel bewusst macht, da sind Knochen, ja, dann ist natürlich schon die Idee, dass man die irgendwie spürt, wenn es geht. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier, meinen Oberschenkelknochen spüren will, dann weiß ich nicht so recht, was spüre ich da eigentlich. Spüre ich meinen Knochen oder spüre ich das Fleisch oder sind das nur Nerven? Das ist aus Sicht der frühbuddhistischen Meditation ist es irrelevant. Es reicht auch aus, wenn ich jetzt mir denke, da ist meinetwegen Knochen, dass mir bewusst ist, dass da Knochen ist. Es ist nicht unbedingt notwendig, das zu spüren. Zumindest ist das die Position, wie Anadayo sie anhand der frühbuddhistischen Schriften vertritt. Das, sagt er, hat sich später geändert. Ja, das ist nicht so geblieben. Aber aus Sicht des Buddha war es so, es reicht aus, wenn ich weiß, da ist Knochen. Und schön wäre es, wenn ich den auch spüre, ja, dann ist die Erfahrung natürlich auch intensiver. Wenn ich jetzt, stellt euch vor, ich würde die Übung jetzt in Exzess machen und sagen, da sind, sollen wir mal nehmen, der Nasenschleim, den hatten wir ja gerade schon, ja, da ist Nasenschleim, ist ja die Frage, ob ich den jetzt spüren kann. Ja, aber ich weiß, dass er da ist, das machen wir aber nicht. Was man auch macht, diese Form von Einsichtsmeditation, obwohl die Achtsamkeit ist nicht wertend, ja, aber dahinter ist sehr wohl ein Konzept von Einteilung der Wirklichkeit in bestimmte Kategorien. Ja, man guckt sozusagen auf die Wirklichkeit durch die Konzepte, das wird hier bei der Übung vielleicht noch gar nicht so deutlich. Und eins ist klar, der Buddha war der Meinung, dieses Anhaften an den Körper ist nicht hilfreich. Ja, also das ist klar eine Beurteilung, eine Bewertung. Aber nicht in dem Sinne, dass es irgendwie
Also zumindest mein Verständnis nicht in dem Sinne, dass es irgendwie böse, ja, sondern es ist nicht hilfreich, ja. Es ist besser, wenn man nicht anhaftet. Also da ist schon durchaus ein Urteil drin, ja. Und es hilft natürlich, wenn man das Urteil zumindest provisorisch teilt. Wenn man es nicht teilt, ist es natürlich etwas schwieriger, dann die Übung zu machen. Fragen dazu? Im Moment nicht. Dann lass uns das doch mal probieren. Nur, also tatsächlich ist das, auf dem Retreat hat er das auch so gemacht. Er hat also nicht jetzt, er sagt, es ist auch gar nicht notwendig. Ja. Man fängt mal mit einfachen Kategorien an und macht sich einfach nur bewusst, da ist Knochen, da ist Fleisch. Ich glaube, er hat bewusst Fleisch verwendet, ja, als Übersetzung. Ich würde auch sagen Muskeln, das hört sich irgendwie besser an, ja, aber Fleisch, ja, da ist Haut. Und er schlägt vor, wahrscheinlich weil er auch bei Goenka längere Zeit war, er schlägt vor, das als Scan zu machen. Und wir machen einfach mal einen kurzen Scan, einen groben Scan, damit ihr so einen Geschmack von der Praxis bekommt. Das werden wir nicht bei jeder Praxis machen können, aber jetzt einmal auch zur Entlastung des Gehirns. So, wir fangen mit der Haut an und spüren bzw. machen uns bewusst am Kopf. Da ist Haut. Der Kopf wird von Haut umhüllt. Dann spüren wir den rechten Arm, die rechte Schulter und den rechten Arm. Die werden von Haut umhüllt. Wir machen uns die Haut bewusst um Schulter und Arm. Dann spüren wir den linken Arm und machen uns die Haut um Arm und Schulter bewusst. Da ist Haut. Dann spüren wir den Rumpf und machen uns die Haut am Rumpf bewusst. Der Rumpf ist von Haut umhüllt. Dann spüren wir das rechte Bein und den rechten Fuß und vor allen Dingen die Haut. Wir spüren und machen uns bewusst, da ist Haut am Bein und Fuß auf der rechten Seite. Und dann das linke Bein, die Haut am linken Bein, am linken Fuß. Haut umhüllt dieses Körperteil. Und dann geht's zum Fleisch. Wir bleiben beim linken Bein und linken Fuß. Da ist Fleisch. Fleisch ist Bestandteil vom linken Bein, vom linken Fuß. Dann das rechte Bein. Auch da ist Fleisch, die Muskeln vor allen Dingen. Wir achten, spüren das Fleisch und machen uns bewusst,
dieses Bein besteht auch aus Fleisch. Dann der Unterleib, der Hintern, auch da ist Fleisch. Dann der Rumpf, auch am Rumpf und im Rumpf ist Fleisch. Der linke Arm, auch da ist Fleisch. Wir spüren es und machen uns bewusst, dass da Fleisch ist. Und der rechte Arm, auch da ist Fleisch. Und Kopf und Hals, auch da gibt es Fleisch. Und dann gehen wir zu den Knochen. Und im Kopf, auch da gibt es Knochen. Ganz viel Knochen im Kopf, vielleicht könnt ihr sie spüren, aber macht euch einfach auch bewusst, da ist viel Knochen. Dann der rechte Arm, auch da gibt's Knochen im Arm. Und im linken Arm gibt's auch Knochen und in der linken Hand und in der Schulter. Und im Rumpf gibt es auch Knochen, Rippen, Wirbelsäule. Wir spüren die Knochen und machen uns bewusst, dass da Knochen sind. Und in der Hüfte, im Unterleib, da gibt's auch Knochen. Im rechten Bein gibt's Knochen. Und im linken Bein, da gibt's auch Knochen. Und aus dieser Haltung heraus gehen wir jetzt einen kurzen Moment in so ein offenes Gewahrsein. Okay, vielen Dank. Gibt es irgendwelche Anmerkungen, Fragen zur Praxis? Nein, ich finde das Ausüben doch sehr
anspruchsvoll, ja, zwischen meiner Vorstellung und der Wahrnehmung zu unterscheiden. Und da sagt er, vergesse es. Mhm. Ne? Also das ist, aber genau, also wenn du das versuchst, wird es schwierig. Ne? Mhm. Aber der Frühbuddhismus sagt er, glaube ich eben auch, hat da keinen Unterschied gemacht. Mhm. Das heißt, vergesst die Unterscheidung, mach einfach, was kommt. Also und dann ist das Problem auch nicht mehr da. Also behaupte ich jetzt mal. Das ist meine Erfahrung. Aber kann ich nachvollziehen, weil das ist auch schwierig. Weil wenn ich jetzt hier an meinen Knochen die Vorstellung habe, und da spüre ich ja auch was, aber ist das wirklich der Knochen oder was spüre ich denn da? Genau so. Deswegen macht es auch in gewisser Weise Sinn, die Unterscheidung nicht zu machen. Weil es geht ja im Grunde, geht es ja um die Einsicht. Also um das, ne, und es geht gar nicht darum, diese feine Unterscheidung zu machen. Habe ich so gelernt jetzt in dem Retreat, dass du das so sieht. Ja. Rolf. Aber persönliche Meinung dazu geben, ohne gerne, irgendwie aus den Schriften. Mein Eindruck ist, dass praktisch anatomische Betrachtung des Körpers, die direkte Erfahrung des Körpers in der Meditation, die wird. Mhm. Das heißt, dass man weniger Kontakt mit der realen Erfahrung hat, sondern eher stärker aus eigenen gedanklichen Welten, Bilder weiter aufmoduliert über die direkte Erfahrung. Ich finde ganz persönlich diese Art der Meditation als hilfreich. Also ich, das ist keine Kritik jetzt daran, das zu machen. Nein. Das ist nur eine Einschätzung. Aber ich glaube, kann ich nachvollziehen, ne? Aber ich glaube aber, dass man aufpassen muss, was ist das Ziel jetzt, ne? Ja. Und das Ziel ist ja eigentlich gar nicht, jetzt fein, ganz fein den Körper wahrzunehmen. Das ist gar nicht das Ziel der Praxis. Sondern das Ziel, es ist ja eher eine Art Kontemplation, ist ja diese Anhaftung an die Schönheit zu unterminieren. Und dafür ist es halt, ist die Idee dahinter, dass wenn du dir bewusst machst, aus was für komischen Bestandteilen du bestehst, ja, die du neutral ansiehst, dass da eigentlich nichts ist, was man jetzt schön finden kann oder womit man sich identifiziert. Während dieses feine Spüren des Körpers könnte ja gerade zu Identifikation führen. Muss nicht. Es kann auch anders sein. Es kann, wenn dann die sich das auflöst, ja, in was weiß ich. Ne? Ja, weil letztes glaube ich nicht, weil als Meditierender die Erfahrung des Körpers war. Desto unpersönlicher die Erfahrung. Genau, und wenn das erreicht wird, dann ist es ja, geht es in dieselbe Richtung. Ne? Aber hier ist eine andere Idee dahinter. Ja. Das muss man sich bewusst machen. Das kann man eben mögen oder nicht oder gut finden oder nicht und kann ja auch sagen, gut, der Buddha ist nett, aber ich finde es so besser. Nein, ich schätze Analayo durch den Buddha auch. Ich sehe nur, ja, wie du auch, die unendliche Schwierigkeit über 2,5 präzise Nachvollziehen. Ja, klar. Genau. Stimmt. Die Anhaftung an der körperlichen Schönheit bei anderen, da hilfreich. Ja, klar, wenn ich jetzt, genau, wenn ich in dem Moment dann hinter die Fassade gucke, ne, dann, genau, immer vorausgesetzt, ich will diese Anhaftung nicht haben. Wenn ich jetzt sage, nein, ich finde das toll, ne, dann bin ich halt auf einem anderen Trip und dann lässt man es halt vielleicht sich immer wieder jetzt, ne, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Sicherheit, wie sie ist, auch Porzellanhaus. Genau. So, und jetzt gibt es da noch zwei Übungen, die ähnlich sind. Es gibt die Elementeübung. Da haben wir jetzt, glaube ich, war es letzte Woche? Ist das nur eine Woche her? Oder war es vorletzte Woche? Da haben wir hier das intensiver praktiziert. Also der Text aus dem Sutra. So dann, ihr Mönche, untersucht ihr prüfend eben diesen Körper, gleichwohl in welcher Haltung er sich befindet. Als aus Elementen bestehend. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement und das Windelement. Gerade so, als hätte ein geschickter Schlachter oder sein Lehrling eine Kuh geschlachtet, da sieht man, wie demokratisch der Buddha war, es auch den Lehrling erwähnt, ne? Eine Kuh geschlachtet und säße an einer Straßenkreuzung mit dem in Einzelteile zerlegten Tier, so sieht er auch eben diesen Körper. Wobei er jetzt bei den Einzelteilen eben eine etwas abstraktere Variante wählt, nämlich das Erdelement, ich weiß nicht, ob ich das hier aufgeführt, genau. Das Erdelement, alles Feste im Körper, das Wasserelement, alles Flüssige im Körper, das Feuerelement, Wärme und wärmegebende Prozesse im Körper,
Zitat, das, wodurch jemand gewärmt wird, altert und verzehrt wird und das, wodurch das Gegessene, Getrunkene, Verzehrte und Geschmeckte vollständig verdaut wird oder was sonst noch innerlich zu einem selbst gehören, Feuer ist feurig und das Windelement alles gasförmige im Körper. Da gibt es auch andere Interpretationen, also Wind zum Beispiel, Bewegung und so weiter. Also, aber in den Sutren finden sich erstmal vor allen Dingen diese ganz einfachen Erklärungen dafür. Und was will man damit? Man will die Identifizierung mit dem eigenen Körper abbauen, indem man erkennt, dass er doch nur eine Ansammlung von Elementen ist, die genauso eben auch in der Natur vorkommen. Ja. Eigentlich, es ist nicht dieselbe Übung, aber es hat so eine ähnliche Stoßrichtung, könnte man sagen, ja, weil auch hier zerlegen wir den Körper in Einzelteile. Und hier ist Schönheit aus Sicht der Interpretatur nicht der eigentliche Punkt, sondern die Identifizierung wird hier stärker betont und deswegen diese Zerlegung in Einzelteile. Die kann man spüren, aber auch da sagt Analayo, naja, man kann die spüren, aber es ist auch gleichzeitig gut, wenn man sich einfach das bewusst macht. Manches kann man vielleicht auch nicht spüren. Das Gasförmige spürt man, ohne man viel Bohnen gegessen hat. Ja, zum Beispiel. Dann merkst du es, ja. Aber sonst vielleicht nicht, ne? Also zumindest nicht im Bauch. Und wie geht man hier vor? Also so eine klassische Vorgehensweise könnte sein, man versucht, sich das Element im Körper bewusst zu machen, macht sich dann bewusst, dass das dieselbe Element auch in der Außenwelt existiert, macht sich bewusst, dass man das Element ständig austauscht mit der Außenwelt, macht sich bewusst, dass das Element einem deshalb nicht gehört, dass es nur geliehen ist. Wenn er denkt, die ganze Nahrung, die wir aufnehmen und wieder ausscheiden, ja, die ist ja nur zeitweise da, wird eingebaut und wird dann wieder ausgeschieden. Ja, also es gehört einem nicht, es ist nur geliehen. Man macht sich die Selbstlosigkeit des Elements bewusst. Da sich nämlich die Zusammensetzung des Körpers ständig ändert, ist eine Identifikation, zumindest in dieser Logik, damit sinnlos. Und man reflektiert dann auch noch, dass am Ende des Lebens sich sowieso der Körper auflöst, sodass auch von daher es irgendwie nicht so sinnvoll ist, sich damit zu identifizieren. Und man merkt schon, wenn man das so liest, da gibt es auch eine Menge Gedankenarbeit. Also es ist tatsächlich hat so was Kontemplatives. Es gibt dieses Element des Spürens und es gibt aber auch dieses Element des Kontemplierens. Und Analayo sagt, im Frühbuddhismus wurde da kein Unterschied gemacht und im späteren Teilen aber eben schon. Jetzt ist der Rolf wieder drin. Du hast gerade was Schönes gesagt, da ist noch viel Gedankenarbeit. Genau. Das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich heute Abend oder so schon länger diktiere. Weil, wenn es wirklich viel Gedankenarbeit ist, dann würde ich Patanas in Chittanupassana legen. Also in das heißt? Was im Geist geschieht. Mhm. Ich glaube persönlich, oder mein Eindruck persönlich ist, dass diese Kategorien nur Sinn machen, wenn Kayanupassana, also das Gewahrsein des Körpers, was definitiv ist als Chittanupassana, das heißt die gefühlsmäßigen Bewegungen. Mhm. Ne? Das heißt, ich persönlich hänge der Idee an, dass Kayanupassana primär tatsächlich direkte Erfahrungen meint und ein Reflektieren, was alles ist. Und ich erinnere mich, dass als ich Goenka gehört habe, habe ich gedacht, dass er sich auch so auf das Satipatthana, so von Pali und so weiter. Ich habe dann später erst verstanden, dass er sich hauptsächlich eigentlich auf Buddha Ghosha und die Visuddhimagga bezieht. Und Buddha Ghosha war vielleicht mehr ein Philosoph als ein Praktizierender, der ellenlang alle Details der verwesenen Leichname und der Betrachtung davon durchgekaut hat. Und ich glaube, das ist was anderes als mit Kayanupassana sein des Körpers gemeint. Lassen wir einfach so stehen. Ja, ja, also da, ich referiere jetzt erstmal das, was aus Sicht von Analayo der Frühbuddhismus gesagt hat. Der hat halt diese Praktik so vorgeschlagen. Ja. Und wenn du daran jetzt wieder Zweifel hast, dann musst du mit Analayo drüber reden. Weil der würde es natürlich versuchen zu argumentieren. So, dann gibt's noch die besonders unbeliebte Übung des verwesenden Leichnams, wobei man sich bewusst machen muss, dass es wahrscheinlich kein Problem war, zu Zeiten des Buddhas mal eine Leiche am Wegesrand zu finden. Ja. Heute ist es ja auch aus praktischen Gründen, obwohl in dem Retreat, wo ich war, wurde dann auch diskutiert, was kann man machen, vielleicht in der Pathologie, bei so einer Sektion mal teilnehmen. Genau.
Genau. Aber es gibt tatsächlich Leute, ich habe mit Leuten gesprochen, es gibt Leute, die haben es geschafft, Ärzte natürlich sowieso, aber auch andere dann mal zuschauen zu dürfen. Ja, da musst du aber auch wirklich seriös rüberkommen und nicht, dass du irgendwie so einen leicht nekrophilen hast. Genau. Das ist dem alles schon passiert. Also ich kenne ein paar aus der Pathologie. Ja gut, das ist dann die sind schlecht. Mal leicht genervt. Ja, das glaube ich. Anfragen, wenn sie halt echt ein bisschen panne rüberkommen. Genau, also wenn jemand jetzt da doch das Bedarf hat, dann kann der Ramon dann vielleicht helfen. Aber wir müssen das unbedingt Menschen sein. Also ich meine, so eine überfahrene Amsel oder ein Eichhörnchen, ist doch immer irgendwie. Das ist viel leichter. Ja, also die liegen rum. Die kann man tatsächlich jetzt bekunkeln. Ich dachte, das ist schon viel banaler an so ein verschimmeltes Kaffee. Oder das? Ja, meinetwegen. Also. Dann geht das nämlich ganz schnell, kannst du zugucken. Genau, also ich lese das jetzt nicht alles vor, ist ja ziemlich lang, aber ihr merkt, wenn ihr es lest, dass hier dieser Verwesungsprozess, erst wird das Skelett von Seelen zusammengehalten und dann hinterher nicht mehr, ist in alle Richtungen zerstreut und so. Dass also dieser Prozess, der soll genau beobachtet werden. Und er soll dann, man soll den eigenen Körper damit vergleichen, auch dieser Körper ist von derselben Art, so wird er sein, er ist von diesem Schicksal nicht ausgenommen. Hier habe ich nochmal, ich habe jetzt lange gesucht, damit ich auch wenigstens mal ein Bild präsentieren kann, das aber dann noch einigermaßen verträglich ist. Tatsächlich, das erzähle ich jetzt nicht. Die liegen auch schon länger. Ja, ganz genau. Der eine lacht ja auch. Ja, genau. Es gab so die Überschrift, im Tode noch vereint, weil die so die Händchen halten und so. Ja, gut, okay. Also, was ist das Hauptziel dieser Übung? Nun, man soll akzeptieren, dass der eigene Körper vergänglich ist und zerfallen wird. Ja? Und dadurch verlieren, so vermutet man auf jeden Fall, Angst und Anhaftung ihre Kraft. Und tatsächlich können Gefühle von Befreiung und Freude entstehen. Es ist ja ganz witzig, auf dem Retreat hat er sozusagen für jede der zentralen Übungen immer einen Tag. Ne? Hat also einen morgens erklärt und dann gab es ein bisschen Gruppenarbeit und dann nachmittags und abends hat man dann das meditiert, angeleitet und unangeleitet und so. Und hat dann gesagt, ja, die ersten 2-3 Tage, die werden ein bisschen hart und das wird nicht jeder so mögen, ja. Aber am dritten Tag wird schon besser. Das ist jetzt der dritte Tag. Ja? Und dann hinterher kommt ganz viel Freude. Und tatsächlich kann man, wenn man diese Anhaftung, wenn die ein bisschen losgelassen wird, ja, kann man sowas wie Erleichterung empfinden. Durch die Nicht-Identifikation. Durch die Nicht-Identifikation, ja. Also es ist nicht einfach eine negative Übung, auch wenn es erstmal so dem einen oder anderen so scheinen mag, ja. Und da gibt's ja auch, außer buddhistisch wird sowas ja auch gerne empfohlen, sich mit dem Tod mal auseinanderzusetzen. Und tatsächlich hat der Analayoda auch eine, sagen wir mal, eine sozialverträgliche Version vorgeschlagen. Man soll sich bewusst machen, dass man sterben wird. Vielleicht das Bild eines Skeletts oder irgendwas Ähnliches visualisieren, ja, eines Leichnams. Und dann schlägt er vor, soll man aber eine Atemmeditation machen mit dem ständigen Bewusstsein, dieser Einatmen ist vielleicht mein letzter Einatmen. Und beim Ausatmen soll man dann loslassen und das dann eine Zeit lang machen. Und das gibt Energie, sagt er, und es ist auch so, also es ist sicher unterschiedlich, wie emotional Menschen jeweils darauf reagieren natürlich. Und die Idee ist, dass man wirklich sich bewusst macht, man stirbt. Und diese Vorschläge habe ich auch schon von Ajahn Brahm gehört, in ganz anderem Zusammenhang. Dass ja, die finden, die haben alle festgestellt, das ist gar nicht schlecht. Ja? Also der Vorteil, dass man nicht so schockiert ist, wenn es dann tatsächlich stirbt. Ja, genau. Ja, ist doch so, oder? Ja. Sagen wir so, wenn man jetzt gerade Beziehungsdrama hat in 100 Jahren, weiß dann noch nicht mal mehr einer von. Habe ich akustisch nicht verstanden? In 100 Jahren, angenommen, du hast jetzt gerade Beziehungsstreit. Ja. Das ist alles halb so wild. In 100 Jahren ist das Thema garantiert durch. Ja, das genau. Optimistisch. Samt deines gesamten Körpers. Nö, es hat doch nichts mit Optimismus zu tun, das ist einfach Fakt. Wenn du noch 100 Jahre lebst, dann bist du. Nein, der umgekehrt. Also dann, wenn der langfristig. Das kann sehr entlastend, also es kann entlastend sein, wenn Leute sich bewusst machen, okay, schon in 3 Jahren werde ich die Situation völlig anders sehen. Ja?
Das ist ein, und solche Dinge sind auch dahinter. Genau. Und das ist halt die dritte Variante der Körperübung. Und man merkt vielleicht, wenn ich mir also bewusst mache, was weiß ich, auch ich werde zerfallen und so weiter, das hat auch einen starken intellektuellen Teil. Das hat so einen Teil des Denkens auch. Nicht unbedingt intellektuell, aber dieses Bewusstmachen funktioniert eben nicht, auch nicht nur im Spüren, sondern auch im, bis zum Wissen gerade im Kopf. Wenn man das mit dem Atem verbindet, hat man natürlich stärker dieses sensorische Element da drin, ja. Und dann wird es ja gleichzeitig auch zu einer Atemmeditation. So. Jetzt geht's weiter mit den Gefühlen oder Gefühlstönungen. Also der Analyo besetzt das immer mit Gefühlen. Ich finde persönlich Gefühlstönung besser. Also, der Originaltext lautet: Und wie ihr Mönche verwalte hinsichtlich der Gefühle, die Gefühle betrachtend. Hier, wenn er ein angenehmes Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein angenehmes Gefühl. Wenn er ein unangenehmes Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein unangenehmes Gefühl. Wenn er ein neutrales Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein neutrales Gefühl. Wenn er ein weltliches angenehmes Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein weltliches angenehmes Gefühl und so weiter und so weiter. Wenn er ein nicht weltliches unangenehmes Gefühl empfindet, weiß er, ich empfinde ein nicht weltliches angenehmes Gefühl und dann die ganze Reihe nochmal durch. Also wir haben hier zwei, wie so eine Matrix, so zwei Kriterien, angenehm, unangenehm, neutral und weltlich und nicht weltlich. Und erstmal, also häufig wird das ja auch mit Gefühlstönung, ich glaube, der Josef Goldstein übersetzt das mit, oder er selbst übersetzt wahrscheinlich nicht selber, aber bezeichnet das mit Feeling Tone, ja, Gefühlstönung. Und gemeint ist sowas wie eine unmittelbare Reaktion auf Eindrücke der sechs Sinne, also der fünf Sinne und des geistigen Sinns, also auf Gedanken, Ideen und so. Eine unmittelbare Reaktion, bevor weiterführende Reaktionen auf die Gefühlstönung im Geist entstehen. Ja? Es gibt dieses klassische Pfeilbeispiel. Angenommen, Sie würden eine Person mit einem Pfeil anschießen, aber würden Sie nicht direkt mit einem zweiten Pfeil anschießen, dann würde die Person nur das Gefühl von einem Pfeil empfinden. Genauso ist es, wenn eine wohlunterrichtete, edle Person, also jemand wie wir jetzt, ne, von einem unangenehmen Gefühl getroffen wird, dann ist sie nicht traurig und beklommen, sie jammert nicht, schlägt sich nicht stöhnend an die Brust und wird nicht von Bestürzung betroffen. Nur ein Gefühl empfindet sie, ein körperliches, kein geistiges. Ne? Also, ne, wenn ich oder einer von uns jetzt auf eine Heftzwecke tritt, ja, dann wird es unangenehm sein, das ist der erste Fall. Aber wenn wir wohlunterrichtet und edel sind, dann werden wir nicht böse Gedanken über Menschen haben, die Heftzwecken hier auf unserem Boden verstreuen und werden uns nicht über unsere Dummheit ärgern, dass wir in die Heftzwecke getreten sind und so weiter. Das ist der zweite Fall. Und das erste, dieser erste Schmerzimpuls, das ist dieses Gefühl, was hier gemeint ist, die Gefühlstönung. Das zweite sind die Reaktionen darauf. Und es geht darum, hier sozusagen zu merken, das ist die Gefühlstönung und nicht darauf zu reagieren, beziehungsweise das überhaupt, wenn man reagiert, das auch zu merken. Das war jetzt meine Reaktion darauf und das war das unmittelbare Gefühl. Da kann man sozusagen in den geistigen Leidensprozess eingreifen. Dann können wir aber ein bisschen chronologisch im Empfinden vor. Da haben wir eigentlich zunächst mal die sechs Sinne. Ja. So wie sie sind. Und im zweiten Schritt, dann sind wir bei der Wertung dessen. Richtig. Was wir empfinden, ne? Ja, aber da ist die Idee dahinter, dass wir mit jedem Sinnesimpuls oder mit jedem Impuls im Geist ist sozusagen schon ein Gefühl im Paket mit drin. Oder ist eine Reaktion, eine unmittelbare Reaktion. Aber ich denke, jeder wird den Fuß hochreißen, wenn er in einen Reißzwecke tritt. Zum Beispiel. Ja, und es wird, wenn ich in die Heftzwecke trete, es wird schmerzen, wahrscheinlich. Also wenn ich jetzt nicht dicke Hornhaut habe oder so. Und diesen Schmerz, den werde ich haben. Ja. Aber alles, was danach kommt, was sich darauf bezieht, das ist sozusagen, das wird hier gar nicht betrachtet. Es wird nur geguckt. Aber
Das zu trennen ist das Problem. Genau, also er sagt ja auch irgendwie, wenn es ein unangenehmes Gefühl ist, dann soll ich mir, dann macht es Sinn irgendwie, dass ich mir bewusst bin, ich werte das gerade, diese Empfindung als negativ. Genau, ganz genau, ganz genau. Oder als angenehm oder was auch immer. Und das, wenn ich das mache, dann komme ich jetzt sehr stark ins Erleben natürlich hinein. Man muss jetzt sehr genau hingucken. Und es wird aber jetzt, das sind sozusagen zwei Übungen. Die eine Übung ist, wenn man so will, auf diese Gefühlstönungen zu achten, die sich ja ständig ändern, weil ja ständig irgendwas passiert und ständig kommt eine neue Gefühlstönung und Reaktionen, die wieder, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen wütenden Gedanken denke, dann ist damit ja auch eine Gefühlstönung verbunden. Ja, aber der ist zwar reaktiv, aber gleichzeitig hat er auch eine Gefühlstönung. Ja. So. Und jetzt aber setzt er darüber eine zweite Kategorie und die ist jetzt, wie soll ich sagen, nicht rein, also schon angenehm, unangenehm, könnte man sagen, ist ja auch schon ein gewisser geistiger Prozess, den ich durchlaufen muss. Ja, ich nehme nicht einfach nur wahr, was ist, sondern ich mache mir irgendwie auch bewusst, das ist angenehm, unangenehm oder so. Aber hier soll ich jetzt auch noch beurteilen, ist es ein weltliches Gefühl, also weltliche Gefühle, sind uns die normalen Gefühle, die wir so haben, ja? Die resultieren aus den Sinnen, führen zu Begehren, Aversion und Ignoranz und führen vom Weg der Befreiung weg. Also ich trete in die Heftzwecke und dann habe ich Schmerz, unangenehm, das ist weltlich. Ja? Nicht weltliche Gefühle resultieren nicht aus den Sinnen und unterstützen den Weg der Befreiung. Wobei das nicht aus den Sinnen machen wir in Klammern, also, ja. Also, weil das ist nämlich schwierig, nicht weltlich unangenehmes Gefühl, zum Beispiel das Sehnen nach Erwachen. Also Sehnsucht wird ja normalerweise aus buddhistischer Sicht eher negativ bewertet. Ja, wenn ich mich nach meinem nächsten Urlaub sehne, ja, also ist natürlich jetzt Anhaftung. Wollen wir nicht, ja. Jetzt mal von der Denkweise her, ja. Aber das Sehnen nach Erwachen wird aus Sicht des Buddha positiv bewertet, weil das führt zu heilsamen Taten. Ich werde dann vielleicht mehr meditieren oder werde häufiger die buddhistische Gruppe besuchen oder was auch immer. Ja. Also das Sehnen nach Erwachen ist ein nicht-weltliches, unangenehmes Gefühl und wird aber in gewisser Weise als nicht-weltlich, in gewisser Weise ist das positiv bewertet. Oder ein angenehmes Gefühl, Freude, die durch Achtsamkeit entsteht. Kennt ihr vielleicht so eine innere Ruhe oder so eine Freude, die in der Achtsamkeitsmeditation oder in anderen Meditationsformen entsteht. Einfach aus der Meditation heraus. Die hält einen ja beim Meditieren, die macht das Meditieren leichter. Das ist ein nicht-weltliches Gefühl. Aber Freude, die daraus entsteht, keine Ahnung, dass ich jetzt so ein leckeres Stück Kuchen hier auf dem Teller habe, ja, das ist doch eher ein weltliches, angenehmes Gefühl. Und Gleichmut ist so ein nicht-weltlich neutrales Gefühl. Und hier soll man in der Übung erstmal, in erster Linie erstmal gucken, was habe ich eigentlich? Ist dieses positive Gefühl weltlich oder nicht weltlich? Ist dieses unangenehme Gefühl weltlich oder nicht weltlich? Ich soll einfach erstmal achtsam gucken und wahrnehmen, was ist. Aber ihr merkt, er wird ein Kategorienraster quasi darüber gelegt, über die Erfahrung. Ja, und dass er dieses Raster darüber legt, ist, er möchte gerne, dass man sich bewusst wird, das, was ich jetzt mache, was ich jetzt empfinde, wie ich jetzt praktiziert, das führt mich näher zu dem, was ich will, nehmen wir mal an, nämlich das Erwachen oder dies weniger Anhaften. Und das, was ich jetzt mache, das Stück Kuchen essen und die Gier nach dem nächsten Stück Kuchen, das führt mich eher vom Ziel weg. Ja, und das soll man sich quasi bewusst machen. Das ist die Idee in einer solchen Praxis. Das ist nicht völlig nicht wertend, auch wenn die Achtsamkeit nicht wertend ist. Aber diese Kategorisierung nicht. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Ja. Weltlich resultiert aus den Sinnen und die Sinne daraus zu nehmen. Das verstehe. Also wie ich das praktiziert habe, gelernt habe. Praktiziert habe, brauche ich auch. Ja, klar. Und also die Gefühle resultieren auf den Sinn führen ohne Befreiung, ist dann schwierig. Also es gibt da Grenzen, die halt. Und ich brauche meine Sinne zum Beispiel, wenn ich einen Spaziergang mache oder gehe, wenn ich dann Glück erfahre, einfach nur durch das Sehen, dieses Tautropfen und allem drumherum. Das geht aber über einen Keil. Ja, klar.
Und insofern ist das dann ein bisschen... Es wäre eine interessante Frage, ob sozusagen eine nicht anhaftende Freude über den Tautropfen, ja, oder ein Gefühl von Schönheit oder wie man das nennen will, bezüglich des Tautropfens, das irgendwie nicht mit Anhaften verbunden ist, sondern das einfach nur da ist und auch, wenn du woanders hinguckst, auch wieder weg ist. Und du vermisst es nicht. Das ist so. Nehmen wir mal an, ja. Ob das dann weltlich oder nicht weltlich ist, kann ich auch nicht beantworten. Also da, das ist ja eine interessante, gar nicht so einfache Kategorisierung. Ich würde sagen, weltlich bezieht auf Erfahrung von Lust oder Vermeidung von Schau, nicht weltlich bezieht sich auf das oder auf die Befreiung. Genau. Das heißt, wenn von nicht weltlichen Gefühlen die Rede ist, geht es um Gefühlszustände, die im direkten Kontext leuchten oder wie man es nennt. Ja, und jetzt ist die Frage, ob dieses... Die Sinne sind immer involviert. Genau, die sind ja in gewisser Weise involviert, aber genau. Wobei die sagen wir mal, die in der Meditation entstehenden Erfahrungen, die, ich meine, Freude, meine ich, ist immer, hat auch mit den Sinnen zu tun. Selbst wenn sie in der Meditation entsteht, nehme ich sie ja mit den Sinnen wahr. Aber diese Freude kommt ja eher von innen. Während wenn ich nach außen gucke und so, dann kommt ja eher von außen. Aber da muss ich sagen, kriege ich auch ein bisschen Probleme mit der genauen Unterscheidung. Ja? Aber man kann vereinfacht, kann man sagen, alles was hilft dem Erwachen ist nicht weltlich. Und alles was nicht hilft, ist weltlich. Und dann darf man selber entscheiden. Ja. Ich meine, dass man langsam abschalte und mich frage, ob das... Gut, darfst du ja. Aber es ist halt... Irgendwie führt das irgendwie weiter? Ja. Ich meine, die Frage ist ernst genommen, ernst gemeint. Ich will mich hier lustig machen. Oder ich meine das so. Sondern die Frage ist nicht, dass... Nee, das ist vielleicht... Sprachgebrauch sowieso, finde ich, ein bisschen schwierig. Aber... Sag mal so, in welche Richtung willst du denn weiter? Zwischen angenehm, unangenehm oder neutral oder weltlich oder nicht weltlich. Ja, und ob die Sinne dafür jetzt da auch bestimmte Dinge nachvollziehen. Vergesst das mal mit den Sinnen. Also, aber das wird ja immer kleiner und immer einer gewissen Erkenntnis dienlich ist. Ja, ja. Es kann insofern eine Erkenntnis dienen, dass es ja darum geht, zu gucken, was passiert denn da gerade. Bin ich, das ist ein Beispiel. Ich erlebe mich ganz oft, dass ich mir den Kopf über irgendwas mache, über irgendwo, womöglich jemandem, der gerade nicht im Raum ist, endlose Monologe halte. Und irgendwann merke ich, ich halte gerade endlose Monologe. Und dahinter steckt oft bei mir ein Gefühl, dass ich mich ohnmächtig oder was auch immer gerade fühle. Wenn ich an dem Punkt bin, wo ich merke, mir geht's gerade scheiße, dann hören interessanterweise die Gedanken auf. Es geht, so wie ich das da verstanden habe, einfach in der ganzen Prozesshaftigkeit, die das mit sich bringt, genau hinzugucken, was ist denn jetzt gerade dran? Irgendwie mein Bein tut weh, mein Kopf geht. Ich habe jetzt gerade angenehme Gefühle oder unangenehme Gefühle und schließe endlich durch die wiederholte, fortgesetzte Praxis einen Geschmack für diese Prozesshaftigkeit zu bekommen, um aus diesem Erleben dieser Prozesshaftigkeit es ein Stück weit leichter zu machen, sich mit dem, was da gerade im eigenen Geist geschieht, fixieren. Und da hilft tatsächlich, also je genauer ich hingucke, desto leichter wird mir die Prozesshaftigkeit bewusst. Fragen verstehen. So verstehe ich das auch. So, und das finde ich, aber dieses kleinteilige Aufspalten, das... Ja gut, ich meine, du musst ja denken, der hat ja 45 Jahre Zeit gehabt, sich damit zu beschäftigen. Und das ist jetzt ein Kondensat dieser Überlegungen in einer bestimmten Praxis. Und das jetzt in zusammengefasst in irgendwie 2,5 Stunden vielleicht oder 2 Stunden. Verstehst du? Also dann wird das natürlich anders. Aber die Basisidee ist, und das werdet ihr gleich bei den nächsten Praktiken nämlich merken, die Basisidee ist immer zu gucken. Ihr müsst immer sehen, der Buddha war total auf das Erwachen ausgerichtet. Wenn wir heute Einsichtsmeditation in einem bestimmten Kontext machen, da sind wir ein bisschen stärker auf die Psychologie, sagen wir mal, ausgerichtet. Wann geht's mir besser, wann geht's mir schlechter? Das hat ihn natürlich auch interessiert. Also ich vereinfache jetzt stark, ja. Aber er wollte, dass die Identifikation, die Idee eines Selbst und solche Geschichten, dass das komplett losgelassen wird. Und er hat dann gesagt, guckt,
in dieser Übung eben darauf, welche Gefühle helfen oder sind, woran merkt ihr, ihr seid auf dem richtigen Pferd sozusagen, ihr bewegt euch in die richtige Richtung. Und das ist ein Beispiel dafür. Und da hat es auf die Gefühlstönung bezogen. Gut. Und gleich werde ich gleich, ich erkläre das kurz noch, gleich werdet ihr sehen, er bezieht es auch auf die Hindernisse und die Gastzustände. Da geht es immer um dasselbe Thema eigentlich. Es geht darum zu gucken, bin ich auf dem richtigen Weg und das zu fördern, was mich auf dem Weg weiterkommen lässt und das nicht zu fördern, was mich auf dem Weg nicht weiterkommen lässt. Ja, ich würde es noch ergänzen, was der Olaf gesagt hat. Wir sollen ja bei den Anzügen ja im Prinzip so eine Prozesshaftigkeit erfahren, eine Wahrnehmung. Und jetzt kommt dann der interessante Punkt. Wahrnehmung und Gefühl ergeben dann sozusagen einen Reiz. Reiz. Und diesen Reiz kann ich im Augenblick nicht vermeiden. Der ist so, da, wie er da ist. Und dann kommt die Reaktion. Und dann kommt aber die Menschheit dazwischen. Genau. Und das hat mal jemand als das Leben in der Lücke genannt. Ja? Das heißt also, der Reiz ist da und die Reaktion ist meine menschliche Freiheit, meine menschliche Wahlfreiheit. Und in dieser Lücke, diese Lücke überhaupt zu erkennen, ja, dass da eine Lücke ist, dass ich nicht automatisch irgendwie ein Autopilot muss, sondern in dieser Lücke sehen, ich kann mich entscheiden. Ja, und da ist es dieses Aufspalten wichtig, um ein Gefühl zu bekommen, ja, wo ist meine Freiheit? So, wenn man das psychotherapeutisch sehen würde, ist das ein ganz entscheidender Punkt, also was er jetzt gerade angesprochen hat. Das ist ja das mit dem Pfeil, dass er dasselbe anders erklärt hat. Und da ist der Punkt, wo man eben tatsächlich ansetzen kann. Der Buddha würde nur sagen, es ist ganz schön, wenn es euch dann besser geht und achtet drauf und so weiter, aber vergesst nicht, das eigentliche Ziel, ja, es ist ja das Erwachen und so weiter. Und deswegen guckt vor allen Dingen dahin. Ja, wenn ich jetzt als Psychotherapeut das machen würde, würde ich sagen, guck doch mal genau, wie entsteht dieses Gefühl, muss denn überhaupt deine Reaktion so sein oder kannst du damit was anderes machen und so? Das wäre eher so eine therapeutische Sicht und das ist so ein bisschen, sagen wir mal, westlich und auch völlig in Ordnung. Es ist eben eine andere Sichtweise. Hier nochmal ein Beispiel, wie der Buddha Gefühl oder Gefühlstönung sieht. Es ist wie verschiedene Arten von Menschen, die einem Gasthaus übernachten. Solche, die Vorsätze einhalten, solche, die Vorsätze brechen und so weiter. Der Körper ist genauso. Verschiedene Gefühle entstehen eins nach dem anderen. Angenehme Gefühle, schmerzhafte Gefühle oder neutrale Gefühle. Und wenn ich jetzt Gastwirt in dem Gasthaus bin, ja, dann beschäftige ich mich zwar mit den Gästen, aber ich werde mich nicht da groß überidentifizieren, weil die sind bald wieder weg. Und so ist es mit den Gefühlen halt auch. Das war so ungefähr die Sichtweise. Also hier steht es ja auch nochmal. So, die Übung. Seid ihr mal böse, weil ich die weglasse? Nein? So, und jetzt geht's über zum Geist. Und bei allen Übungen, die jetzt kommen, geht es noch stärker als gerade um die direkte Ausrichtung auf das Erwachen. Das muss man sich bewusst machen. Und die Frage ist immer, welche Geisteszustände sollen geschwächt werden? Zum Beispiel Hindernisse, wie wenn ich zum Beispiel aufgeregt und unruhig bin in der Meditation, will ich das natürlich eher schwächen. Welche sollen gefördert werden? Also heilsame Geisteszustände und Erwachensfaktoren. Und bei den Dhammas, die gleich kommen, wird zusätzlich der Aspekt des bedingten Entstehens in die Übung mit aufgenommen. Man guckt eben auch noch stärker, wie entsteht denn dieser Geisteszustand. So, also. Erstmal ist es eine einfache Achtsamkeitspraxis für die normalen Geisteszustände. Und wie ihr Mönche verwaltet hinsichtlich des Geistes den Geist betrachten. Hier erkennt er einen Geist voller Begierde als voller Begierde und einen Geist ohne Begierde als ohne Begierde. Er erkennt einen zornigen Geist als zornig und einen zornlosen Geist als zornlos. Er erkennt einen verblendeten Geist als verblendet und einen nicht verblendeten Geist als nicht verblendet. Er erkennt einen zusammengezogenen Geist als zusammengezogen und einen zerstreuten Geist als zerstreut. Also er hat immer einen positiven Geisteszustand und einen negativen Geisteszustand, stellt er gegenüber. Man soll gucken, ist man in dem einen oder ist man in dem anderen. Ja. Und bei den Hindernissen ist es so ähnlich. Man fragt, wenn Sinnesbegierde in ihm vorhanden ist, erkennt er in mir als Sinnesbegierde. Wenn sie nicht vorhanden ist, erkennt er in mir als keine Sinnesbegierde. Und er erkennt, wie nicht entstandene Sinnesbegierde entstehen kann, wie entstandene Sinnesbegierde überwunden werden kann
und wie dem künftigen Entstehen der überwundenen Sinnesbegierde vorgebeugt werden kann. Vielleicht ein bisschen viel heute, habe ich so das Gefühl, alle gucken mich so an. Ja, also das heißt, man soll gucken, ist ein Hindernis da oder ist es nicht da? Das ist eigentlich die Idee der Übung. Und was soll man dann damit machen? Wenn ein Hindernis da ist, soll man erstmal deutlich den Geisteszustand oder das Hindernis erkennen. Und man soll sich auch ehrlich eingestehen, welche Emotionen, heimlichen Motive und so weiter im Geist vorhanden sind, ohne sie sofort zu unterdrücken. Also wenn ich neidisch bin, ja, dann soll ich das wahrnehmen und das nicht unterdrücken, sondern einfach erstmal nur wahrnehmen. Da ist Neid. Und das führt dazu, wenn man also diese nicht reaktive Achtsamkeit so hat, so, dann wirkt das dem Impuls zur Reaktion und Unterdrückung entgegen und deaktiviert die emotionale Zugkraft. Will heißen, ich habe zwar Neid, aber ich kann den wahrnehmen, ich nehme den achtsam wahr und dann verliert er seine Kraft so ein bisschen, wenn es gut läuft. Ja? Und dieser Verlust von Kraft, der ist natürlich auch intendiert in dem Zusammenhang. Ja? Und jetzt ist es so, man soll sozusagen in der Meditation laut Anadayo erstmal einfach wahrnehmen, was ist. Wenn jetzt aber schwierige Geisteszustände sehr lange anhalten, dann soll man natürlich auch was unternehmen. Und da gibt es eben verschiedene Gegenmittel, die habe ich jetzt nur beispielshaft aufgeführt. Das wäre nochmal ein anderer Vortrag. Also er hat zum Beispiel selber gesagt, man kann manchmal die Ich-Perspektive schwächen, indem man die Elemente-Praxis macht. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt dem einen oder anderen was sagen. Ja. Oder man kann, sagt der Buddha, den unheilsamen Gedanken durch ein heilsames Objekt ersetzen. Und so weiter. Gibt es also Gegenmittel? Da, wie gesagt, da gibt es ganze Bücher zu Gegenmitteln, zu schwierigen Zuständen. Und in diesen Formen geht es also darum, Grundtypen von Geisteszuständen zu erkennen. Man untersucht den Geist, welche Geisteszustände oder Hindernisse da sind, achtet darauf, wie sie entstanden sind. Und wichtig ist aber auch, und das ist jetzt ein Punkt, der nicht so häufig betont wird, wenn das Unheilsame nicht da ist. Ja, also wenn Hindernisse nicht da sind, wenn Zorn und sowas nicht da sind, ja, denn dann kann Freude entstehen. Wenn gar keine Hindernisse da sind, dann kann Freude im Geist entstehen und die soll man auch wahrnehmen. Man soll sich also nicht auf das Negative fixieren, sondern auch das Positive wahrnehmen und dementsprechend dann auch Raum geben, sich darin daran zu erfreuen. Beziehungsweise die Freude entsteht normalerweise dann ganz von selber. Und da gibt es schöne Beispiele des Buddhas. Angenommen, eine Person würde ein Darlehen aufnehmen. Das ist ein Gleichnis für das Verlangen, ja. Also angenommen, eine Person würde ein Darlehen aufnehmen, um Geschäfte zu tätigen und ihre Geschäfte würden erfolgreich verlaufen, sodass sie das Darlehen zurückzahlen könnte und es würde immer noch genug Überschuss übrig bleiben, um die Familie zu unterhalten. Dann würde sie in Anbetracht dessen froh und voller Freude sein. Und so, wenn ich jetzt ein starkes Verlangen habe, dann geht es mir erstmal schlecht, so wie wenn ich ein Darlehen aufgenommen hätte, ne? Denn ich habe ja immer so einen Druck bei so einem Darlehen, dass ich das zurückzahle. Das Verlangen gibt mir auch so einen Druck oder Zug, dass ich jetzt was tue. Und wenn das Verlangen dann aufhört, aus welchen Gründen auch immer, ja, und ich bin einfach so, wie ich bin, ohne Verlangen, dann ist das ein Gefühl von Freude, von Erleichterung. Und dafür gibt es Beispiele zu den verschiedenen Hindernissen. Ein bisschen viel. Hm? Das wäre ja ein Pali-Äquivalent Piti, mehr oder weniger. Das ist ja auch der vierte Erleuchtungsfaktor, das heißt, einer der sieben Faktoren. Einer der sieben der Erwachensfaktoren, genau. Buddha gesagt haben, dass sie zur Befreiung führen. Genau. Die Regierung von Bitte. Genau. Und, aber man merkt schon, dass dieser Begriff der Hindernisse taucht ja vor allen Dingen auch im Bereich der Meditation immer auf, Meditationshindernisse und so. Also es geht genau darum zu gucken, sind Hindernisse da oder nicht. Und wenn sie da sind, dann tue ich was dagegen. Wenn ich, nachdem ich erstmal geguckt habe, was ist, wenn es nicht von selber weggeht. Und wenn sie nicht da sind, dann bin ich sozusagen auf dem richtigen Weg. Es ist diese Unterscheidung, die zieht sich durch diese ganzen Übungen durch. Und die höheren Geisteszustände, das lasse ich jetzt mal weg, das ist jetzt zu kompliziert. Also, vereinfacht ist, es geht darum, die Fähigkeit zu entwickeln, die fortgeschritteneren Stufen der Meditation zu überwachen. Darum geht's.
Ja, und die Bezeichnungen, die sind, wenn ihr da die Beschreibung und Erklärung liest, was damit gemeint ist, dann hat man das Gefühl, da sind sich die, ist sich einer allerdings auch nicht ganz sicher. Aber ich habe hier mal ja nur hinter eine Art Übersetzung versucht, anhand des. So, die letzte Übung sozusagen, die in allen Varianten des Sutras vorkommt, sind die Erwachensfaktoren. Das ist eigentlich für Meditierende besonders interessant. Der Michael Petersen wird im Juni höchstwahrscheinlich ein mehrtägiges Seminar machen, wo er sich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch mit den Erwachensfaktoren beschäftigt, weil das sind die Sachen, die eigentlich die Meditation steuern. Und hier soll man eben auch gucken, ob diese sogenannten Erwachensfaktoren vorhanden sind und auch, was man dafür tun kann, dass sie entstehen und so weiter. Und da gibt es eben die Achtsamkeit, die ist immer nützlich. Dann die sogenannte Ergründung der Dhammas, erkläre ich gleich, Energie, Freude, Ruhe, Konzentration und Gleichmut. Also 7 Faktoren, die vor allen Dingen auch in der Meditation eine Rolle spielen. Ergründung der Dhammas, das Ergründung heißt sowas wie Untersuchung. Da ist die Idee dahinter, dass man die subjektive Erfahrung, Dhammas heißt in dem Zusammenhang Phänomene, untersucht. Also die auf der durch die Vertrautheit mit der Lehre erlangten Fähigkeit zur Unterscheidung beruht. Also auch hier geht's, merkt ihr unten, wichtigste Unterscheidung ist, was für den Fortschritt auf dem Pfad heilsam und was unheilsam ist. Also es geht im Grunde bei Ergründung der Dhammas, dass man darum, die subjektive Erfahrung zu untersuchen. Man verwendet sehr wohl auch da wieder Kriterien aus der Lehre. Also hier ist die Idee des Buddha nicht gewesen, sozusagen einfach nur wahrzunehmen, was ist, sondern auch genau hinzugucken, was hilft nicht, wie ordne ich mein Erleben ein. Und praktisch sieht das so aus, wenn man diese Übung macht, man errichtet Achtsamkeit, also versucht Achtsamkeit zu erzeugen und versucht dann einen Zustand geistigen Gleichgewichts zu erzeugen, in dem die 7 Erwachensfaktoren immer stärker da sind, also Freude, Konzentration und so weiter. Und wenn der Geist träge ist, dann legt man mehr Gewicht auf Ergründung, Energie und Freude. Und wenn der Geist zu aufgeregt ist, legt man mehr Gewicht auf Ruhe, Konzentration und Gleichmut. Oh, das ist jetzt, er hatte dieses, finde ich, ganz schöne Beispiel einer Floßfahrt genommen. Ja? Das heißt, die Achtsamkeit, die steuert das Ganze, die ist ja hinten, ne? Am Steuerruder. Und auf der einen Seite sind Ruhe, Konzentration und Gleichmut. Wenn man zu aufgeregt ist, dann käme man möglicherweise zu sehr auf die eine Seite, dann steuert man eben mit Ruhe, Konzentration und Gleichmut mehr in die Mitte. Und auf der anderen Seite gibt es Ergründung, Energie und Freude. Wenn man keine Energie mehr hat und nichts mehr passiert, dann versucht man an der Stelle zu arbeiten und hält so das Floß auf dem Weg. Am Rand sind die Phänomene des Geistes, die man beobachtet. Der Fluss ist ein Zeichen für die Unbeständigkeit, die man sich genau anguckt. Und das Ganze bewegt sich dann oben links zum Nirvana. Wenn man nicht auf irgendwelche ablenkenden Gedanken hereinfällt und dann den falschen Abzweig nimmt. Okay? Ja, ich fand das auch ein geniales Beispiel. Und was ist das hier? Das ist toll. Ja. Das Beispiel ist von Analdev, das Bild habe ich aus dem Netz gezogen, habe ich. Mhm. Ne? Und da läuft es also hin. Also die Erwachensfaktoren ist, da kulminiert das Ganze so ein bisschen, weil man dann eben mit Hilfe der Erwachensfaktoren in so eine Art offenes Gewahrsein. Also Analdev vertritt, dann geht man in so eine Art offenes Gewahrsein hinein. Also wo man eben nicht so ein spezifisches Meditationsobjekt mehr hat. Und da habe ich ein Zitat jetzt von ihm. Denn wie geht das weiter? Die Frage ist von ihm nicht so richtig beantwortet worden, habe ich lange gesucht. Wenn ich jetzt, nehme an, die Erwachens, also ich bin in der Mitte des Flusses, aber was mache ich denn da eigentlich? Gut, man hofft darauf, dass der Fluss einen dann mit Hilfe der Achtsamkeit als Steuer dann sozusagen in Richtung auf das Ziel lenkt. Ja? Und da sagt er Folgendes: gestützt auf einen Geisteszustand, der abgeschieden von den Hindernissen unter Vergänglichkeit bewusst ist, erlaubt man es den Implikationen der Vergänglichkeit in den Geist einzusinken. Ist es nicht gänzlich sinnlos, leidenschaftlich zu begehren, was sich ohnehin ändert? Durch das Kultivieren dieses Verständnisses entfaltet sich Leidenschaftslosigkeit. Je leidenschaftsloser und losgelöster man wird, desto einfacher ist es, Dinge erlöschen zu lassen.
die Tatsache zu akzeptieren, dass das, was vergänglich ist, notwendigerweise enden muss. Man lernt, gelassen zu bleiben, wenn Dinge enden, und versucht nicht länger an ihnen festzuhalten. In der Praxis, sagt er, lenkt man die Aufmerksamkeit auf den Aspekt des Verschwindens bei der meditativen Erfahrung des Wandels. Also man erlebt ja im Geist Phänomene, da passiert ja was. Und jetzt guckt man mehr auf das Verschwinden der Phänomene, die entstehen und vergehen. Man guckt also mehr auf das Vergehen. Mit fortschreitender Praxis beginnt man immer mehr zu verstehen, dass das Erlöschen nicht erschreckend, sondern friedvoll ist. Wobei dann auch berichtet wird, dass manche Leute da auch Phasen, sagen wir mal, nicht so positiven Erlebens durchmachen. Aber irgendwann lernt man also, das Erlöschen ist nicht so erschreckend, sondern friedvoll. Dem Geist wird es möglich, loszulassen, im Sinne des Aufgebens jeglichen Festhaltens und Anhaftens. Durch das Aufgeben allen Festhaltens und Anhaftens sowie das Loslassen jeder Empfindung von Ich oder Mein wird man immer besser darin, unabhängig zu verweilen, ohne an etwas festzuhalten. Die Praxis des Loslassens vertieft sich schrittweise, bis man so weitgehend loslassen kann, dass die Verwirklichung von Nibbana stattfinden kann. Ein schöner Text. Ne? Jetzt ist nur die Frage, wie man das da macht, ob man das auch hinkriegt. Mir gefällt der Ausdruck leidenschaftslos nicht besonders, weil er im Grunde gleichgesetzt wird mit frei von Anhaftung. Und ich glaube, ich meine, dass es zum Beispiel auch eine Leidenschaftlichkeit gibt, die nicht gleichbedeutend mit Anhaftung ist. Und im Ganzen ist der Text mir zu sehr auf das Erlöschen fokussiert, was sehr typisch ist für die buddhistische Sichtweise. Wenn man die späteren buddhistischen Systeme für einen Moment mit in die Betrachtung reinzieht, also Mahamudra, Dzogchen Tschempo und so weiter, dann wird der Fokus nicht so sehr auf das Erlöschen gelegt, sondern darauf, dass es keine Zweiheit gibt. Dualität. Ja, also ein Überwinden. Und die leidvollen Gefühle und Emotionen entstehen hauptsächlich aus der Erfahrung der Abgetrenntheit. Ne? Das heißt, hier kommt das allenfalls mit diesem nebulösen, schwer fassbaren Begriff Nirvana oder Nibbana rein, von dem ja niemand genau weiß, was er uns sagen will. Das heißt, ich kann das soweit nachvollziehen, was er da sagt, aber ich würde es als unausgewogen betrachten. Ja. Weil es ist so ein bisschen sowas Grimmiges. Also Erlöschen ist okay, weil man es eh nicht ändern kann. Ja. Aber, die anderen Sichtweisen gehen eher in Richtung Erlöschen ist gleichbedeutend mit Erkennen, dass es keine Zweiheit gibt. Und genau, und der Punkt ist eben, sich bewusst zu machen, der Buddhismus ist keine einheitliche Lehre, sondern da gibt es tatsächlich basierend auf diesen Geschichten dann plötzlich ganz andere Entwicklungen. Ja. Und ich kann dazu nicht so viel sagen, weil dann müsste ich mich stärker mit dem Begriff der Non-Dualität beschäftigen. Also nee, ich nehme es einfach mal so. Aber eigentlich passt das auch so, weil auch im Buddhismus war es ja so, dass Erlöschung, sprich ins Nirvana eintreten, ja auch Zielsetzung war und etwas ist, das man erreichen muss und nicht, was sowieso passiert. Weil sowieso passiert das Samsara. Ja, ja. Das passiert sowieso und Erlöschen ist ja eben raus da. Genau, das war die Idee. Und insofern ist das ja durchaus folgerichtig, aber es ist eben nicht der ganze Buddhismus. Und es ist eben, was ich hier referiere, ist das, was wahrscheinlich der Buddha so vertreten hat. Und das heißt aber nichts. Der Nadayo, der hat wohl auch immer Auseinandersetzungen mit Leuten, die dann sagen, ja, aber das ist doch alles ganz anders und so. Und der hat sich auf folgende Sprachregelungen geeinigt. Er sagt, ich erzähle euch, was der Buddha, der historische Buddha gesagt hat. Und wenn ihr jetzt meinetwegen eine Mahayana-Sutra zitiert, dann ist das super. Ja, das ist eben der Mahayana-Buddha, der das gesagt hat. Aber es ist eben nicht der Buddha, über den ich jetzt berichte. Und das kann ja, ich meine, da streiten sich die Leute vielleicht dann auch noch, aber da kann man das eben so stehen lassen und sagen, okay, das ist die eine Lehre oder der eine Buddha in Anführungszeichen, das ist der andere, ja. Und man trifft dann, wenn man genügend Kenntnis hat und die verschiedenen Lehren kennenlernt, irgendwann eine Entscheidung, in welche Richtung man stärker praktiziert. Ich glaube, eine Grundschwierigkeit wird immer sein, dass Lehren, was gelehrt wurde und was gesagt wurde,
Das andere ist, was erfahren wurde. Das heißt, ja, das können wir nicht. Diese anderen Systeme, die ich kurz erwähnt habe, in der Weite des Buddha-Dharmas gibt, verlieren sich ja nicht notwendigerweise dadurch, dass sie sich auf irgendwelche anderen Sutren beziehen, sondern im Kern sagen sie, wenn man in bestimmte Weise praktiziert und tiefer in die Erfahrung geht, man bestimmte erste Hand erfahren. Und diese Erfahrungen haben eine bestimmte Qualität. Das heißt, es ist keine philosophische Auseinandersetzung zwischen wessen Sutra hochwertiger ist oder wessen Übersetzung besser ist, sondern es ist. Aber das würde mir auch eigentlich, also wenn es dann in die Praxis geht, ist das wahrscheinlich auch relevanter. Aber die, also ich weiß, dass diese beiden Theravada-Nonnen, die beim Retreat da waren, da merkte man schon, dass die an einer einen oder anderen Stelle schon sich zwar zurückgehalten haben, aber doch in einen kleinen Konflikt mit ihm gekommen sind. Da ging es dann eben auch darum, um banale Dinge, wie eben, sind die Kommentare denn jetzt richtig oder nicht und so, weißt du? Aber klar, die Erfahrung, die ist natürlich, die zählt natürlich im Endeffekt am meisten. Nun denn, aber wer sich damit also weiter beschäftigen will, dem kann ich also hier diese Literatur empfehlen. Einmal die Bücher von Analayo. Da gibt es auch einen Aufsatz, die vier Satipatthanas in Studium und Praxis, wo er dann sag mal, gezielt auf die Meditation, das ist ein bisschen kürzer, eingeht. Er hat tatsächlich auch so eine Art Gesamtmeditation entworfen. Die kann man auch bei Dharmaseed runterladen, wo er quasi in einer Meditation, und ja, es geht, durch diese ganzen Phasen durchgeht, also wo man die drei Körperbetrachtungen macht, dann die Gefühle und so weiter und dann hinterher ins offene Gewahrsein geht. Im Retreat hat er es so gemacht, dass er eben immer eine Übung an einem Tag und dann zuletzt aber immer am ersten Tag die erste Übung, am zweiten Tag die erste und die zweite, am dritten Tag die erste, zweite, dritte und so weiter. Und dann hinterher wurde er bei den ersten Übungen immer schneller, also beim Scannen Haut zum Beispiel, das ging dann ratzfatz. Ja. Ob das sinnvoll ist oder nicht, wollen wir uns nicht drüber streiten. Und dann hatte man aber insgesamt so eine Art Gesamtübung, wo man eben die Aspekte alle mal durchgemacht hat und dann aus dem entstehenden Geisteszustand dann ins offene Gewahrsein ging. Und das beschreibt er in diesem Aufsatz, der oben steht, die vier Satipatthanas in Studium und Praxis. Was ich auch empfehlen kann, wer es ein bisschen einfacher haben will und mit vielen schönen Beispielen, ist hier dieses Buch von dem Josef. Da habe ich schon wieder 10 Stück bestellt, also das könnt ihr gerne hier kaufen für den Originalpreis von 17,95. Wer reingucken will, hier kann gerne mal gucken. Achtsamkeit, eine praktische Anleitung zum Erwachen, sehr gut. Und da kommen auch die psychologischen Aspekte dann natürlich stärker zum Vorschein. Und tatsächlich macht der Analayo eine einzige Veranstaltung nächstes Jahr in Deutschland, nämlich vom 21. bis 28.12. Ein ganz tolles Datum, also über Weihnachten, in der Nähe von Hamburg. Ja, weil er kann nicht anders. Er macht so ein paar Veranstaltungen in den USA und eine in Portugal, glaube ich, auch. Aber er hat einfach nur diesen Termin frei gehabt, weil er sich auch um seine Eltern kümmert oder so. Und da kann seine Schwester ihn vertreten. Und die kann ich nur jedem ans Herz legen, weil es ist sehr intensiv und sehr lehrreich. Und da hat man auch mehr Zeit, sich praktisch mit der Sache auseinanderzusetzen. Habe ich auch eine Ausschreibung da. Ich war ja bei der vergleichbaren Veranstaltung dieses Jahr. Und aber über Weihnachten, ich weiß. Vielleicht 2019, wenn er einen besseren Termin hat. Ja, 2019 macht er dann eine aufbauende Veranstaltung. Aber vielleicht kann man da trotzdem mitmachen. Aber eigentlich ist die Idee, die Leute, die das schon den ersten Teil gemacht haben, die sollen dann 2019 die Gelegenheit für den zweiten Teil haben. Ja, in diesem Sinne ist jetzt 9 Uhr. Ein bisschen im Schweinsgalopp am Ende. Habt ihr noch Fragen? Das war ganz großartig. Vielen Dank. Ja. Alles klar, dann bedanke ich mich, dass ihr doch so zahlreich gekommen seid. Lasst euch nicht abschrecken. Also manche Sachen hören sich vielleicht ein bisschen dramatisch an. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe noch nie einen Retreat gehabt, wo ich so viel Freude in der Meditation empfunden habe, wie bei diesem Retreat mit Analayo zu genau diesen Themen. Merkwürdigerweise. Ja. Also insofern soll man sich nicht sozusagen von den Überschriften immer sofort abschrecken lassen, sondern vielleicht einfach mal ausprobieren, wie das so ist. In diesem Sinne. Okay.